neues Gesicht kommt zur Umschau. Dezember 2006. Ana Plasencia ist in Deutschland geboren, aber in Spanien aufgewachsen. Hier bereitet sie die Ansage zu einem Bericht über Internetkriminalität vor. Und agieren häufig vom Ausland aus, kannst du ja sagen. Ne? Die Drahtzieher solcher Machenschaften gehen sehr geschickt vor und agieren häufig vom Ausland aus. Ich versuche, Sachverhalte zu erklären und versuche, Antworten zu geben. Ich versuche durch mein Gesicht bzw. durch meine Person, durch meine Rolle als Moderatorin, Glaubwürdigkeit und vor allem Vertrauen zu schaffen. Dass die Zuschauer wissen, sie können mit uns rechnen. Die Umschau heute. Sie ist zu einem modernen Fernsehmagazin geworden, das aufspürt, was nicht in Ordnung ist. Bei uns im Osten, aber auch darüber hinaus. Das Informationen bietet, die verlässlich und nützlich sind. Sie bezahlen natürlich dafür, kriegen aber ihre Ware nie. Dahinter stecken meist findige Betrüger, die in der Regel vom Ausland aus agieren. Es geht immer wieder um Geld. Das ist insofern eine richtige Wahrnehmung, wenn die Leute sagen, wir haben es hier mit einer Verbrauchersendung zu tun. Aber wir sind eben halt auch offen für andere Themen, die von gesellschaftlicher Relevanz sind. Wie geht es weiter mit dem Umbau hier im Osten, mit der Städteentwicklung, mit der Infrastruktur? Die Generationsfragen, die Fragen von Alterung und wo finden unsere Menschen hierzulande Arbeit? Das sind alles Dinge, die uns umtreiben werden, auch in den nächsten Jahren.